Hallo zusammen, Ihre Spülmaschine pumpt das Wasser nicht mehr ab. Ich zeige Ihnen gleich, wie Sie das Problem lösen können. Achtung, nicht jede Spülmaschine hat so eine Wartungsklappe an der Ablaufpumpe, wie ich Ihnen das gleich zeigen werde. Bitte schauen Sie in der Gebrauchsanweisung nach, ob Ihre Spülmaschine so eine Wartungsklappe hat. Bevor wir an dieser Wartungsklappe drankommen, öffnen Sie das Gerät, nehmen die Körbe raus. Oben und unten würde ich sie rausnehmen, damit man Platz genug hat zum Arbeiten. Nehmen den Sprüharm heraus, das Sieb unten rausnehmen, damit man da besser drankommt. Hier haben wir natürlich jetzt kein Schmutzwasser mehr drin, aber wenn die Maschine dann nicht mehr abpumpt, haben Sie natürlich Schmutzwasser im Gerät. Dazu nehmen Sie am besten eine Tasse zum Abschöpfen des Wassers und hinten zum Restwasser mit einem Schwamm das herauszunehmen. Hier unten sehen Sie jetzt diese weiße Klappe. Die müssen Sie öffnen, nehmen einen Schraubendreher, klemmen dahinter, klappen das auf, können das am besten mit einer Zange herausnehmen. Diese Klappe gibt es in verschiedenen Ausführungen, bei verschiedenen Marken. Es kann auch sein, dass sie geschraubt wird, dass sie platt liegt. Bei Miele ist ein Drahtbügel darüber. Das müssen Sie, wie gesagt, in Ihrer Gebrauchsanweisung nachsehen, wie das bei Ihnen speziell geht. Also, Sie nehmen dann dieses Teil heraus. Dann sehen Sie unten das weiße Flügelrad. Das muss ich drehen. Und ich weiß jetzt nicht, ob Sie das jetzt schon sehen. Da unten liegt ein Clip von einer Tüte, den ich jetzt mal raushole. Dieses hier ist schon das Korkboot Delicti. Wenn das da unten drin liegt, kann sich das Flügelrad nicht mehr drehen und blockiert und das Wasser wird nicht abgepumpt. Sie nehmen das Teil heraus, schauen dann sicherheitshalber unten nochmal nach, ob nicht noch eine Glasscherbe drin liegt. Gerade diese durchsichtigen Glasscherben sind schwierig zu sehen. Wir haben aber hier nichts mehr drin. Dann nehmen Sie das Teil und bauen das wieder entgegen dem Zeigersinn rein, drücken das rein, es klappt. So, wir haben die Pumpe gut gesäubert, das alles wieder zusammengebaut. Jetzt machen wir einen Probelauf. Den Probelauf machen Sie am besten ohne Geschirr. Es kann ja sein, dass wir nochmal dran müssen. Den Probelauf nehmen Sie auch das Kurzprogramm, kalt vorspülen, dauert ca. 15 Minuten. Danach sehen Sie, ob wir gut gearbeitet haben. Wenn das Wasser dann abgepumpt ist, können Sie wieder das Geschirr einräumen und wieder neu starten.